Aufwendige Dreharbeiten an der russisch-ukrainischen Grenze. Hier wird mit 100.000 Statisten der neue Blockbuster von Hollywood-Legende Martin Scorsese gedreht. Liebling, ich habe schon wieder die Ukraine geschrumpft. Eine kalte Kriegskomödie um einen russischen Präsidenten mit zwielichtigen Freunden, der von der Sowjetunion träumt und schon wieder die Ukraine schrumpfen will. Ich weiß, es gab schon Liebling, ich habe die Ukraine geschrumpft, Teil 1. Aber da hat Putin ja nur die Krim und einen kleinen Teil der Ukraine eingenommen, so groß wie das Saarland. Aber noch nicht den Rest vom Schützenfest. Außerdem hatten wir vom letzten Dreh noch 1000 Liter Borscht eingefroren. Da lag die Fortsetzung auf der Hand. Der stereotype Bösewicht Präsident Putin wird diesmal von der russischen Eisschwimmlegende Oleg Dumbinski verkörpert. Obwohl ich von Haus aus eiskalt und mit allen Wassern gewaschen bin, hatte ich vor so einer unverfrorenen Rolle ganz schön Respekt. Aber Scorsese meinte, weil meine Gesichtsmuskeln durchs Eisbaden abgestorben sind, hätte ich die perfekte Mimik für die Rolle. Die Story ist, wie schon im ersten Teil, an den Haaren herbeigezogen. Während an der Grenze zur Ukraine 100.000 russische Soldaten auf Panzern umherfahren, gaukelt Putin Journalisten vor, dass es sich dabei nur um Verteidigung handelt. Es geht uns um bedingungslose Gewährleistung unserer Sicherheit. Eine weitere NATO-Ausdehnung ist nicht akzeptabel. Was ist daran nicht zu verstehen? Ehrlich gesagt hat keiner etwas verstanden, weil niemand im Saal Russisch konnte. Nur so konnte ich sicherstellen, dass bei dem Quatsch niemand lacht. Putins Gegenspieler ist, wie es sich für eine kalte Kriegskomödie gehört, die USA mit ihrem greisen Präsidenten Joe Biden, gespielt vom 100-jährigen Jack White. Ein Balanceakt, denn White schlief am Set immer wieder ein. Der Grund, warum ich White als Schauspieler wollte, waren die Gegensätze. Ost gegen West, alt gegen noch viel älter, Botox gegen Haftcreme. Der perfekte Stoff für Hollywood. Und so besticht der Film weniger durch Glaubwürdigkeit, sondern vielmehr durch Komik. Etwa dem kläglichen Versuch eines westlichen Spions, ein Familienfoto Putins zu sabotieren. Ob das Schlitzohr am Ende tatsächlich in der Ukraine einmarschiert, bleibt offen. Sicher ist nur, dass Scorsese bereits an Fortsetzungen arbeitet, wie Liebling, ich habe Kasachstan geschrumpft und Liebling, wer hat die Eisfläche geschrumpft? Was für ein Trottel. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.